So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum CMS 2018. Hier sind wir wieder. Hier wartet auch schon ein neues Auto auf uns. So, mal gucken wir mal kurz hin. Da haben wir ja schon was gemacht dran. Da müssten wir schon die Karosserie repariert haben, ne? Ja. Dann müssen wir halt noch die Sachen testen hier. Dann machen wir einfach mal eine Testfahrt. So, ach komm, wir machen es diesmal so. Schöne Ledersitze drin hier, die Farbe, ja, so ein hellbraun hier. So. Startet der Engine, fahr los. Und zwar natürlich auf die Geländestrecke. Das ist der geeignetste Test natürlich für die Autos. Nee, machen wir nicht. Wir haben hier einen Haufen Scheunen hier. Wenn ich da jetzt noch die Karten, dann müsste ja hier noch ein paar auftauchen, ne? Teststrecke mit dem Mayen M3. So. Ja. Ja, das dauerte hier länger mit dem Laden, oder wie? Das war vorher nicht so. Da ging es ratzfatz. Jetzt irgendwie dauert es halt mal ein bisschen länger. Naja, gut. Dann mal schauen hier. Mit quietschenden Reifen fahren wir hier los. So, die Beschleunigung. So. Ja, naja, so richtig Slalom fahren hier. Kann ich mit dem Auto jetzt nicht. Doch, es hat geklappt. So. Wow. Hier wird die Holperpiste. So. Uiuiui. Naja, gut, die Hütchen kann wir umfahren. Wow. Oh, voll frontal hier wieder die Planke. Habe ich die Kurve nicht mehr gekriegt. So, und Bremse. Ja, die Bremsen funktionieren eindeutig nicht. Ups. Ja, stopp. Jetzt hat es geklappt. Aber es ist immer noch besser wie beim alten Kurs da in der alten Fabrik sozusagen. Hier wieder die Mauer dann bremsen, ne? Ja, man bremst auf jeden Fall, aber ja, halt frontal wieder die Mauer. So, da haben wir doch einige Sachen gefunden. Wir schließen hier, dann schauen wir uns mal den Chart an. Zwei Teile nicht gefunden. Was haben wir hier noch? Ja, jede Menge Teile noch nicht gefunden. Ja gut, da würde ich sagen, wir hauen den noch auf den Prüfstand drauf. Weil so manche Teile werden nur da geprüft wiederum. Das ist eigentlich irgendwie eigenartig. So. Diagnosefahrt, jawohl. Na, jetzt ist aber schnell angesprungen. So. Bremse. Ja, manchmal will ich die Bremse irgendwie nicht treten. Ich vergesse es dann irgendwie. Oh, das sieht noch sehr gut, wie das ausschaut, ja. Und wie sind die Hinterbremsen? Ah ja, die sind auch paletti, sehr gut. Also Bremsen haben schon mal nichts, das geht eigentlich nur ins Fahrwerk. So, da schauen wir doch mal, wie schaut das aus? Aha, also einseitig. Die linke Seite vorne ist beschädigt. Wie schaut es hinten aus? Da gerade gegenpolig sozusagen. Ja, rechts hinten. Ja, Gummibüchsen, klein und groß jeweils. Können wir schon mal gucken eigentlich, ja. Ja, das ist alles. Das Blöde ist, dass es halt ein bisschen durcheinander hier ist, dass es ja nicht so sortiert ist. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Fünf große Lagerbuchsen groß und 1, 2, 3, 4 kleine. Okay, das ist durch den bewussten mehr eigentlich schon. So. Gut. Ich meine, da wäre es jetzt schon gut, wenn man das gleich von der Liste nehmen könnte hier. Also auf die andere Liste übertragen, auf die hier. Das wäre wirklich sehr praktisch.
dass man hier die beschädigten Teile eigentlich gleich kaufen könnte. Das würde einiges beschleunigen. Das weiß ich gar nicht. Wie sieht denn mein Inventar im Moment aus? Naja, wir haben noch ein paar beschädigte Büchsen, die wir wegschmeißen können, die keiner mehr will. Ja, wir haben auf jeden Fall 5 große Buchsen, da haben wir wieder groß eingekauft. Zu viel eigentlich mal da, ne? Die Karosserieteile, die kann ich ja noch nicht reparieren, oder? Geht noch nicht, oder? Nö. Geht nicht, die verschachern, wa? Die tun wir gleich weg. Warte mal, können wir hier gleich mal Altteile verkaufen? Ja. Na ja, gut, die wird nicht als alt anerkannt. Moment. Habe ich jetzt die Buchse verkauft? Wahrscheinlich. Naja, gut. Was soll's? Dann ist halt wieder mal ein bisschen Geld draufgegangen. Kann man nichts machen. Wir haben auch so einen Bremskolben übrig hier. So. Da haben wir das Auto stehen. Dann würde ich sagen, wir machen mal den Motor auf. Machen hier nochmal die Fahrzeuginfos ran. So, also das ist alles hier unterhalb des Autos. Domlager für Feder. Fahrwerk laut beim Beschleunigen. Na gut, das ist wahrscheinlich Auspuff. Ja. Das ist Auspuff. Ja, da sehen wir auch schon was. Bei Sterbgaskrümmer hier. Ja, kommt gleich mal auf die Liste. I4B. Ja gut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den habe oder nicht. Wir könnten einen I4B haben, weil wir haben doch auch Teile davon so ein bisschen. Also es ist schon mal ein Auto mit Turbolader, wie ich sehe. So, dann gucke ich mal, ob ich das hier anbringe. Nee, ich habe keinen. Okay. Gut, das war das Einzige, was wir hier von der Haube aus machen können. Dann machen wir das hier mal nach oben. So, hier rein. Diagnose. Nö, doch mehr. Wir lesen mal noch die Fehler aus. Ja, Katalysator ist defekt. Okay. Den kann ich ja durch Angucken nicht anprüfen, weil ich sehe ja innen drin das nicht. Und das Flammenrohr ist ja auch. Schaut's denn hier aus? Achsträger ist okay. Hier die Schenkel, die werden nicht geprüft. Hier, die muss man manuell überprüfen. Schau mal hier, da ist noch ein Schenkel. Der Rest vom Auspuff könnte in Ordnung sein. So, ja. Schaut's denn hier hinten aus, da haben wir noch hinteren Achsträger. So, den prüft man natürlich auch. Dann können wir hier die Hitzeschutzbleche da hier angucken. Die Achsschenkel. Aha, seht ihr, das war nicht geprüft. Und der eine ist schon überprüft. Okay. Gut. Das ist wahrscheinlich durch meinen Skill da überprüft worden. Der Rest hier innen drin kann ich nicht so richtig sehen. Radnabe. Ah ja, die ist auch beschädigt. Und da drüben gibt es auch noch eine. Ne, das war der Achsschenkel. Ne, die Radnabe ist schon überprüft. Die ist ja aber in Ordnung. Also auf der Seite müssen wir eigentlich nichts abbauen. Oh, Moment. Wie war denn das Teil hier? 100%. Aber hier das Ding hier war nicht in Ordnung. Dieser Stabilisator. Dazu müssen wir aber die Koppelstange abnehmen. Ja, dazu müssen wir das Reifen abnehmen. Den Reifen abnehmen. Das Reifen, genau. Okay. Ist ja eigentlich ein Ding, ne? Wobei, ja, mit den Artikeln ist es so eine Sache. Ja, zum Beispiel der Motor ist eigentlich ja kein männliches Gerät oder ja, wie würde man das sagen? Dann man müsste eigentlich sagen, das Motor, ne? Weil das Ding ist ein Gerät.
So, da machen wir auch mal noch die Felge weg. Beziehungsweise den Reifen. So. Dann sehen wir hier schon den Stoßdämpfer-Defekt. So, und hier ist ja, hier ist auch das eine Teil hier kaputt, diese Koppelstange. Die tun wir auch aufschreiben. Dann müssen wir die nicht wegnehmen, weil wir müssen jetzt hier diesen Stabilisator ausbauen. Weg mit dir. Und sonst ist ja hier auf der Seite nichts kaputt. Der Querlenker hier oben, ja gut, den haben wir diagnostiziert, der ist defekt. Wird notiert. Jetzt können wir natürlich auch abschrauben. So, da sind auch die zwei Gummibuchsen defekt hier schon mal. Hier haben wir bei dem Federdämpfer hier haben wir auch einen Fehler drin. Ja, die unten diese Federanschlagpuffer-Dings da. Und das da oben, die Federunterlage. Gut, das hieß normal Domlager. Ja, ist jetzt in der Übersetzung auch anders geworden. Dann legen wir das mal auseinander. Das Lustige ist, dass die Feder schon 100% hat. So, bei den Stoßdämpfern, der eine war defekt, den habe ich aufgeschrieben. Schreiben mal weg, genau. Wir schrauben ihn weg, würde ich sagen. So, da mal gucken, sind da die Gummidinger? Ja. Da sind zwei kleine drin, die sind auch nicht in Ordnung. So, dann ist ein Achsschenkel. Der geht aber nicht wegschrauben, weil da muss ich erst das Teil hier rausnehmen, hier die Gummibuchse, dann den Längslenker hier. So, das geht trotzdem noch nicht mehr, weil die ganze Bremse da noch dran fest ist. Komplett die eine Seite hier zerlegen. Ja, und die sind ja noch niegelnagelneu. Das ist das, was mich so wundert, dass die wirklich 100% haben. Hat er das schon mal woanders reparieren lassen? So, oder vorher. Das Radnabenteil ist kaputt. Ja, ach so, da muss das Deckel raus. Das haben wir nicht geprüft gehabt. Naja, jetzt haben wir es geprüft. Was ist denn da noch? Ah ja, immer dieses Lager da hinten. Das vergesse ich jedes Mal. Dass das hier auch drin steckt. So, jetzt geht das Teil hier weg. Jawohl. So, das ist nicht beschädigt. Den Tier müssen wir noch, ja, das ganze Teil hier wegnehmen, den Querlenker. So, gucken, da sind auch Büchsen drin. Ne, doch nicht. Aber hier ist eine kleine Buchse zum Beispiel drin. So, weg mit dir. Ich glaube, 5 kleine Buchsen waren, so wir brauchen, ne? Meint das Fiese wäre jetzt natürlich, wenn die hier noch irgendwo verbaut wären. Weil die kann man hier sehr schlecht anvisieren. Das geht schon, aber ja. Naja gut, ich hoffe mal, dass die hier ganz alle sind. Ja, doch. Da müssen wir nichts machen. Die sind alle okay. Dann gehen wir mal an die Seite, gucken. Wie schaut's denn aus? Ah ja, der Stabilisator, da müssen wir die Stange hier wegschrauben. Aber die Stange, die setzt voraus, dass wir den Reifen abschrauben. Ja, dann machen wir das eben mal. So. Okay, jetzt geht die Stange weg hier. Ja, und wir müssen auch einen Stoßdämpfer auseinanderbauen, aber der ist es nicht. Der sieht noch sehr neu aus. So, den Stabilisator schreiben wir mal auf. Hat man da innen auch noch irgendwas beschädigt? Ich weiß es gar nicht. Ne, die Bremsscheibe sieht nur ein bisschen angerostet aus. So, jetzt geht's hier weiter. Da müssen wir natürlich auch das Rädel abschrauben. So. Naja, da dürfen wir alles zerlegen, oder? Weil da ist die Radnabe beschädigt. Hä? Die habe ich noch gar nicht angeguckt gehabt. Aber eindeutig war die beschädigt eben. Gute.
mit dem Rostmodell kann man leider das nicht so gut. Es hilft einem schon, ne? Aber man kann es nicht ernsthaft spielen, sage ich mal, ne? Weil normalerweise müsste ich das untersuchen erstmal, müsste es angucken und ja. Habe ich jetzt eigentlich aufgeschrieben? Nö. Oder? Nee, doch nicht. Plus. Warte mal. Das ist nur die Radnabe, da muss das Innere, die Antriebswelle raus. Die habe ich noch nicht aufgeschrieben gehabt. Dann zack. Da ist auch ein Lager drin. Das Lager ist überprüft. Das ist aber kaputt. Muss man aufschreiben. So, die Narbe weg hier. Ja, das ist im Prinzip gerade spiegelbildlich defekt hier. Da ist die Koppelstange nichts mehr. So, weg mit dir. Und jetzt können wir auch den Stabilisator rausnehmen. Und den Schalldämpfer hier. Ne, nicht Schalldämpfer. Den Stoßdämpfer. Aber das ist, der ist komplett malat hier. Kann man nicht auch einen komplett Stoßdämpfer kaufen? Naja, gut, wir müssen den eben komplett zerlegen, oder? Stoßdämpfer VA McPherson, das ist nur das Teil, aber die Feder ist dann wieder extra und ja. Naja. Im Prinzip braucht man gar nicht zerlegen. Wir können einfach einen neuen kaufen und den dann zusammenbauen. Den zerlege ich gar nicht, das ist... Oder kann ich den dann überhaupt verkaufen? Das ist die andere Frage. So, jetzt machen wir hier das Flammrohr. Weil ich nicht sicher bin, habe ich ein neues Flammrohr da? Nö. Mir war so. Der Cut noch drauf. Und weg mit dir. So. Das müssten eigentlich alle Teile gewesen sein. Dann gehen wir mal in den Rechner ran hier. So, Abgaskrümmer, wenn ich das hier schon sehe. Ich glaube, es war ein I4B, ne? Das ist eh auf der ersten Seite hier oben drauf. So, kaufen Stabilisatoren, jawohl. Ja, die Liste ist halt jetzt wirklich durcheinander, ne? Stabilisatoren. Einmal HA Typ A. Den ihr. Was heißt HA in dem Fall? Das weiß ich gar nicht. Und dann war es noch der andere Stabilisator. VA. Typ A. Wahrscheinlich Hinterachse und Vorderachse. Vorderachse, also VA und HA. Das könnte sein. So, Stoßdämpfer. Ein Rohr, Gasdruck. Haben wir mal Stoß. Ups, ne, mit scharfes. Stoßdämpfer doppelt, Einrohr Gas. Das ist er, ne? Ja. Gibt es auch mit Öldruck. Ja. Und dann war es doch der Stoßdämpfer VA McPherson, ne? Was ist denn das für einer? Zweidruck Öldruck? Nein. Das war der McPherson hier. So, dazu brauchen wir natürlich auch eine Feder. Feder VA, Vorderachse. Und auch die Federunterlage für vorne. Ja, die hier. So, ein Anschlagpuffer brauchen wir doch auch, ne? Ja. Hintere Feder braucht man nicht. Was brauchen wir sonst noch? Den Anschlagpuffer Hammer. Das Oberteil braucht man nicht. Da steht auch nochmal Dummlager zum Beispiel jetzt hier. Und hier steht Feder Unterlage Feder HA zum Beispiel. Ne, eine Unterlage. Doch, brauchen wir auch. Ja. Ich hab's doch mir gedacht. So eine Koppelstange. So, Koppel. Einmal die hier, dieser Knochen hier, wie ich immer so gern sage. Und dann ein, welchen Basen hier?
Oder was nochmal stehen? VA Typ A. Den hier. So, was haben wir noch? Dann haben wir Querlenker. Quer. Querlenker HA Typ B. Der hier. Noch ein Querlenker? Nö. Ein Achsschenkel war aber noch. So, Achs. Achsschenkel. HA Typ A. Achsschenkel. Hier, den hier. Ja. Und dann brauchen wir Radnaben. Einmal hinten, einmal vorne. Rad N. Hinten braucht man Typ B. Und wie ist denn der andere? Vorne Standard. Gut, da gibt es auch keinen A- und B-Typ. So. Jetzt brauchen wir das Lager dafür. Ja gut, das heißt es hier nur noch Radlager und das Radnabenlager, okay. Das fällt mir jetzt nicht auch auf, dass es nur noch Radlager heißt. Radl. So. Zweimal. Dann brauchen wir eine Antriebswelle. Antrie. So. Vorne. Typ D. Typ D. Vorne Typ D. Kuppelstange Hammer. Flammer und Cut brauchen wir noch. Lamm. Das I4 Typ B. I4 Typ B. Das hier. Und einen Katalysator. Moment, das finden wir hier nicht. Cut. So. Gibt es eigentlich auch einen Standard-Cut eigentlich. Sowas hier. So, und dann hatten wir noch kleine Gummimuffen gebraucht. Okay. Was wäre mit klein? Ah. So, Gummilagerbuchse klein. 5 Stück meine ich. So. $40 für 5 Stück. Naja, gut. Okay. Und das müssen wir jetzt wieder ans Auto ranschrauben. So, da würde ich sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt gucke ich erst nochmal, ob ich alle Teile habe hier. Ja, das ist alles schon okay. Ja, aber ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.